Nächste Rednerin, Frau Abgeordnete Martina Kaufmann. Danke, Frau Präsidentin, für das Wort. Sehr geehrter Herr Bundesminister, werte Kolleginnen und Kollegen hier im Hohen Haus, liebe Zuseherinnen und Zuseher zu Hause, aber vor allem auch liebe Studierende. Wir debattieren die Erhöhung der Studienförderung. Die Opposition ist der Meinung, dass wir zu schnell agieren, dass wir dieses Gesetz zu schnell auf die Reise bringen. Die Bürgerinnen und Bürger teilen uns oft als Politik mit, dass wir nicht schnell genug handeln. Die Neos hätten überhaupt gerne, dass wir das Gesetz wieder zurückschicken. Damit könnten wir ab 1. September nicht einmal die Erhöhung an die Studierenden auszahlen. Also ich glaube, wir haben hier den richtigen Weg eingeschlagen, indem der Bundesminister und auch wir hier im Parlament eine schnelle Lösung und Schnellhelfer und direkt helfen können eingeschlagen haben. Also ich glaube, es ist wichtig, hier auch schnell zu handeln und aktiv zu werden. Und das ist uns gelungen. Ja, es hat auch noch Änderungswünsche gegeben, auf die sind wir auch eingegangen, die sind im Abänderungsantrag auch eingearbeitet worden und das ist auch gut so. Inhaltlich möchte ich aber schon auch noch auf ein paar Vorredner auch mit eingehen. Herr Kollege Graf, ich weiß, das war im Ausschuss schon schwer verständlich, die ECTS haben wir nicht abgeschafft und diese Grenzen gibt es auch nach wie vor. Das heißt, es ist Leistung gefragt, das ist auch wichtig und gut so. Aber, und der Minister hat es auch schon ausgeführt, wir haben ja auch Menschen, die fangen nicht direkt nach der Matura an zum Studieren, sondern eine Spur später. Und damit sozusagen auch die noch die Möglichkeit haben, ein Stipendium zu bekommen, ist die Altersgrenze angehoben, weil es auch für uns besonders wichtig ist, dass wir Menschen dort abholen, wo sie auch stehen. Und Bildung ist ein wichtiges Gut. Und der Herr Kollege Silbern von der SPÖ hat es in der Rede vor mir auch schon angesprochen. Die Talente gehören abgeholt und auch gestärkt. Genau, das ist uns als Volkspartei besonders wichtig. Aus diesem Grund haben wir in den letzten Jahren das Budgetär für die Hochschulebene erhöht. Wir haben im Bereich der Lehre neue Maßnahmen gesetzt. Wir werden heuer noch das Gesetz der höheren Berufsausbildung einbringen, damit wir noch stärker auch die duale Berufsausbildung festigen in diesem Land, damit wir dafür, wo wir international auch gefeiert werden, noch stärker unterstützen können und damit auch Bildung und das lebenslange Lernen einen festen Bestandteil bei uns in Österreich bekommt und wir auch weiterhin zukünftig noch mehr stolz sein können auf die jungen Menschen bei uns in unserem Land, die die Zukunft von Österreich und damit auch den Standort in Österreich stärken werden. Als Grazer Abgeordnete mit über 36.000 Studierenden freuen mich natürlich die Erhöhungen besonders für die Studierenden, weil das ermöglicht nämlich genau das, was uns auch als Volkspartei wichtig ist. Und ich freue mich, dass wir das auch mit dem grünen Koalitionspartner so gut auf die Reise bringen, nämlich dass die, die Unterstützung brauchen, auch wirklich bekommen. Wir haben es geschafft, dass für Studierende, die Kinder haben, auch die Kinderbetreuung mehr unterstützt wird. Wir haben aber auch auf der anderen Seite es geschafft, dass die, die Leistung bringen, auch die Leistungsstipendien erhöhen. Und damit, glaube ich, haben wir eine große Bandbreite an zusätzlicher Unterstützung für Studierende geschafft und können so positiv in die Zukunft blicken. Vielleicht überlegt sich ja auch noch die eine oder andere Kollegin aus den Oppositionsparteien, da mitzugehen. Es ist sinnvoll für Österreich, es ist sinnvoll für unsere Bildungslandschaft und es ist sinnvoll für unsere Zukunft. Danke. Als nächstes die Frau Martina Kaufmann war das von der ÖVP.